Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die Rhein-Neckar-Löwen entstand 27-25 vor einer Rekordkulisse von 5.311 Zuschauern. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte um sein Statement. Ja, danke. Erstmal guten Abend und herzlichen Glückwunsch an Frank und Erlangen. Die haben ein super Spiel heute geliefert und einen so großen Kampf abgeliefert, die wir nicht hier mithalten könnten. Wir haben eigentlich ganz gut angefangen und stand auch in Abwehr in erster Halbzeit gut. Leider gehen wir nur mit zwei Toren in Führung über die ersten 30 Minuten. Da war für uns ein bisschen mehr drin, haben unsere Chancen nicht genutzt, gut genug. Und dann haben wir die letzten zwei Minuten dann mit zwei Toren da kassiert und ging nur mit 14-12. Hätten wir einig mehr daraus kriegen könnten. Zweite Halbzeit muss man sagen, dass entweder unsere 6-0-Abwehr oder 5-1 hat funktioniert. Wir standen nicht gut genug in Deckung. Erlangen hat ist zum zu einfachen Tor gekommen. Wir hatten uns nicht gut genug bewegt, nicht gut genug zusammengehängt. Und dann hat Niklas in Tor auch schwierige Bedingungen gekriegt. Hat gut gehalten in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hat er nicht auf das gleiche Niveau gespielt. Und dann muss man sagen, auch wenn wir dann zum Tor oder freie Würfe kamen, hat Niklas im Erlangen-Tor besonders die letzten 10 Minuten richtig zugemacht und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Und dadurch haben wir dann auch verloren zum Schluss. Aber natürlich, wenn man bis 52. Minute führt, will man natürlich mehr davon haben. Und aber zum Schluss muss man sagen, hat Erlangen verdient gewonnen. Die haben gekämpft und geackert über 60 Minuten. Und da könnten wir nicht mithalten heute. Und deswegen haben wir auch verdient verloren. Danke. Vielen Dank, Herr Jakobsen. Frank, mich würde interessieren, was in deinem Kopf gerade los ist. Erstmal danke für die Worte, Nikolai. Und bei mir ist so ein kleiner Sturm im Kopf. Ja. Nein, man sieht im Handball, wie schnell das geht. Freitag auf Dienstag, das eine Mal sind wir mit 5 Kilo Kugeln am Bein rumgelaufen und heute eine fantastische Mannschaftsleistung. Und das ist auch eine Situation, glaube ich, die viele auch mal begreifen müssen, dass man nicht das eine Spiel wie das andere sehen kann. Heute war es natürlich eine andere Ausgangssituation für uns. Wir hatten erstmal nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Und der Gewinner war für mich vor allem das Publikum. Vielen herzlichen Dank ans Publikum und an die Stimmung. Es war sensationell, die Mannschaft getragen, weil wir sind ja schwer ins Spiel gekommen. Und da hat man schon wieder gedacht, nicht schon wieder. Ja, weil am Anfang ist das Spiel von Rhein-Neckar-Löwen wie eine Maschine gelaufen. Ist genau das gelaufen, was sie sich vorgenommen haben. Aber wir haben uns sukzessive in das Spiel reingekämpft. Ich glaube auch neben allen anderen, neben dieser Teamleistung, war vor allem für mich der Chris in der ersten Halbzeit derjenige, der so ein bisschen der Dosenöffner war. Weil erst macht er tolle Sachen am Kreis, spielt eine super Partie in der Abwehr und dann setzt er aus dem Rückraum noch zwei drauf. Dass wir also nur mit zwei Toren in die Halbzeit gehen und die zweite Halbzeit, ja, das war das Beste, was ich von der Mannschaft bis jetzt gesehen habe. Da hat jeder für jeden gekämpft. Wir haben natürlich nicht ganz fehlerfrei gespielt, aber wir hatten viele kleine Helden und immer wieder ist ein anderer reingesprungen und hat dann wieder den Motor angeworfen. Wir haben wirklich am Schluss auch noch die Befürchtung gehabt, dass es uns wieder so geht, wie es in Kiel gelaufen ist, wo wir 58 Minuten, 57 Minuten dominieren, tolles Spiel machen und am Schluss mit leeren Händen dastehen und wieder alles kommentieren müssen. Diesmal haben wir uns halt den einen Punkt wieder zurückgeholt, den wir am Freitag verloren haben. Und jetzt gilt die ganze Konzentration logischerweise schon wieder fürs nächste Spiel. Das ist eines der wichtigsten Spiele jetzt überhaupt in Friesenheim. Friesenheim ist in Kommen. Wir haben in Friesenheim noch nie gewonnen. Heute dürfen sie feiern, bis sie umfliegen. Morgen ist Training und ab dann geht alles Richtung Friesenheim. Danke, Frank. Stefan, stehende Halle zum Schlusspfiff. Keiner verlässt die Halle, jeder feiert die unsere Jungs. Wie sind deine Einschätzungen? Ja, leider gibt es auch für ein solches Spiel heute nur 2 Punkte.
das war wirklich heute genau das, wofür die viele, viele Arbeit, die ja Dutzende hier jeden Tag leisten, im Vorder- und im Hintergrund natürlich die Mannschaft und Trainerstab und die medizinische Abteilung und alles drumherum, aber auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, die Sponsoren, Aufsichtsrat, also alles, was irgendwie daran beteiligt ist, dass wir da stehen, wo wir stehen und dass wir hier in diesem Rahmen ein solches Spiel heute erleben dürfen, dafür lohnt sich das. Das sind wirklich diese speziellen Momente und heute wird sicherlich keiner nach Hause gehen und nicht morgen mit einem Glücksgefühl aufwachen und auch allen erzählen, was hier Großartiges passiert ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir da ein Stück auch von mitnehmen können und transportieren können, auch in die nächsten Spiele, natürlich in das Auswärtsspiel in Friesenheim, aber vor allen Dingen auch dann in die nächsten beiden Heimspiele. Wir haben ja nächste Woche Mittwoch hier das Highlight gegen Berlin im Pokal. Auch da wünsche ich mir natürlich wieder eine solche Kulisse und dann die Black Night zum Abschluss vor Weihnachten gegen Magdeburg. Also ich hoffe, dass heute der allerletzte wirklich Blut geleckt hat und und eine bessere Werbung für den HC Erlangen, für Spitzenhandball hier in der Metropolregion Nürnberg, die gibt es einfach nicht. Also das war wirklich ganz, ganz großer Sport heute, den wir hier gesehen haben und eine tolle Atmosphäre und vielen Dank dafür. Danke Stefan, nun ist Zeit für eure Fragen. Bitte das Mikrofon nutzen. Einmal bitte zum Herrn Benisch. Herr Jakobsen. Ist an. Herr Jakobsen, welche Rolle hat denn dieses hohe Ergebnis und das eindeutige Spiel aus dem oder eindeutige Ergebnis aus dem Hinspiel heute gespielt? Hatten Sie den Eindruck, dass die Mannschaft da mit dem Kopf ein bisschen noch einen anderen HC Erlangen erwartet hat? Nein, also wir haben uns auch Video gesehen von den Spielen von Erlangen und wir wussten, dass die hier zu Hause, haben die bis jetzt nur ein Spiel verloren gegen Melsungen, sonst sehr stark zu Hause. Wir wussten, dass es schwer würde und wir haben ein sehr gutes Spiel Samstag geliefert gegen Westbrem und hat viel Kraft gekostet und heute hat man auch gesehen, dass zum Schluss vielleicht nicht die Kraft, was wir uns gewünscht hätten, aber wir wussten, dass es schwer war und Erlangen ist nicht so einfach zu Hause zu spielen. Und ich glaube nicht, dass die erste Spiel da eine so große Rolle da. Wir wussten, dass es zwei verschiedene Mannschaften ist und das haben die auch heute gesagt. Frank, wie viel Tode bist du gestorben wegen Ole Rahme? Ich lebe noch, glaube ich, ne? Nein, der Ole hat uns hervorragend die Saison geführt und er hat jetzt ein kleines Tief. Jetzt müssen wir ihn einfach alle unterstützen. Und ich glaube, mit Holzhammer-Methoden kommen wir da nicht weiter. Der Ole gibt sein Bestes, ja, und es hat auch heute getan und hat halt heute ein bisschen Pech gehabt. Und wir dürfen das nicht mehr an einem Spieler festmachen. Ja? Mich hat das maßlos geärgert. Ich habe irgendwo gelesen, wie schlecht angeblich Chris Nienhaus letzte Woche war und wie schlecht der Nico angeblich war. Das sind Spieler, die hier Aufgaben übernehmen müssen, die sie eigentlich in der Form noch nie gespielt haben. Der Nico hat jetzt einfach in der Bundesliga das zweite Mal im Innenblock agiert. Und der Chris hat das erste Mal letzte Woche im Kreis agiert, hat hier Aufgaben übernehmen müssen. Die Jungs, die geben hier alles und irgendwann funktioniert es halt mal nicht. Und dann müssen andere in die Bresche springen. Am Freitag war es halt nicht so der Fall, dass wir sofort wieder Lösungen hatten. Heute war es perfekt irgendwo, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Lösung. Ich denke, der Zeitpunkt, wo der Seber nochmal gekommen ist, war genau der richtige. Aber das ist so im Sport, ja? Wenn man es immer wüsste, weil manchmal greifst du in den Zylinder rein, erwischt ein Kaninchen und das andere erwischt halt irgendeinen Frosch und das funktioniert halt nicht. Und es wird mir immer viel zu sehr auf individuelle Sachen dann fokussiert meines Erachtens ist Handball ein Mannschaftssport und eine Mannschaft funktioniert und wenn es gut läuft, dann hast du immer wieder Leute, die dafür einspringen. Und dann gibt es Tage, da passiert es halt nicht. Typisch ist es ja, wenn es läuft, dann wechselt man wenig und wenn es nicht läuft, wechselt man mehr. Und dann kommen die Leute immer, ja, warum hast du so viel gewechselt? Und das andere Mal, ja, super gewechselt, ganz toll, die Jungs geschont. Das ist doch Quatsch. Ja, im Wichtigen unterm Strich steht,
haben wir Punkte geholt oder nicht. Und gerade in unserer Situation im Abstiegskampf immer alles in die Waagschale werfen, immer versuchen, alles zu geben. Das haben wir auch am letzten Freitag. Und das haben wir uns ja auch noch mit einem Punkt belohnt. Und da muss man auch schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Einmal bitte das Mikrofon. Hannes Ries. Frank, wann ist die Entscheidung gefallen, dass Sebastian Preiß spielfähig ist? Wann habt ihr das getroffen? Heute um 11.58 Uhr. Alles klar. Und war der Einsatz von Basti, war das eine situative Reaktion von dir oder war das ein Schock? Nein, überhaupt nicht. Es war ganz klar abgesprochen, dass wir mit der Besetzung anfangen, die letzte Woche gespielt hat. Es war ganz klar abgesprochen, wenn wir die Möglichkeit haben in diesem Spiel, dass der Sebastian die eine oder andere Minute bekommt, damit wir auch ihn voranbringen, weil natürlich wir auch das Spiel im Kopf haben am Wochenende. Und wir haben mit Jonas jetzt auch nochmal eine zusätzliche Wechselmöglichkeit, dass der Chris das so fantastisch gemacht hat, wie heute in der ersten Halbzeit. War jetzt ja auch nicht unbedingt auf dem Papier ersichtlich. Und ich denke, das ist vom Weg vom Sebastian genau die richtige Situation. Er hat jetzt also maßgeblich am Schluss sogar mit beitragen können. Wir hatten die Situation, Nico Link hatte zweimal zwei Minuten. Wir haben auch ein bisschen eine Pause geben müssen. Wir mussten dem Chris zwischendurch eine Pause geben. Das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen heute. Ja, aber das müssen wir nächste Woche wieder gut hinbekommen. Gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich recht herzlich. Noch eine kurze Information. Wir fahren mit zwei Bussen nach Friesenheim, freuen uns also über eine sehr, sehr große Fanunterstützung. Und die Fanunterstützung nächsten Mittwoch gegen Berlin wird hoffentlich wieder so wie heute. Vielen Dank.